22. August 2015. Generalprobe im Hallenstadion Zürich. Ein paar Stunden später singt der ehemalige Straßenmusiker Pippo Pollina hier vor über 7000 Leuten. Pippo, un'oretta, no? Come ti senti? Male, malissimo. Warum? Ja, warum? Okay, ist das jetzt ein Traum für dich, der wahr wird, Pippo? Ist das ein Traum auch, der für dich wahr wird, das Hallenstadion? Kein Traum. Okay, einen schönen Abend mit Freunden. Wie fühlst du dich so kurz vor der Aufführung? Ja, ich hoffe, dass es alles gut läuft, dass die Technik funktioniert. Es ist sehr ambitioniert, was wir versucht haben. Ja. So emotionado, dass ich die Wörter vergessen habe. Die Vorbereitungen waren intensiv. Eine Woche vor dem Auftritt in der größten Konzerthalle der Schweiz probt Pollina mit dem Kammerorchester Musica Viva Schweiz, mit seiner Band und Gästen. Drei und vier. Bam, bam, bam. Mit dabei Sohn Julian, der sich als Künstler Faber nennt, und Tochter Madleina. Beide haben das Talent vom Vater geerbt. Beide liebäugeln mit einer Musikkarriere. Im Hallenstadion werden sie an der Seite ihres Vaters auftreten. Seit 1990 lebt der Sizilianer Pippo Pollina in Zürich. 2010 wurde er Schweizer. Doch seine Wahlheimat betrachtet er immer noch als Ort der Zuflucht. Ich fühle mich nicht als Migrant. Ich fühle mich als viel mehr als ein in Exil zu sein. Also die Entscheidung, wegzugehen damals, hatte nichts zu tun mit der Schwierigkeit, eine Arbeit zu finden, irgendeine Arbeit. Das ist die Motivation, die bewegt Massen von Menschen oder Individuen von einem Land zu einem anderen. Meine Entscheidung, wegzugehen, war in Anklang mit meinem Gewissen, dass es Italien hätte sich politisch in eine Lage sich bewegen könnten, wo ich überhaupt nicht einverstanden war. Und ich hatte das Gefühl, die Italiener wollen so, mögen das. Und ich war überhaupt nicht bereit, in ein Land zu leben, um mich anzupassen. Ich mache in Zürich eine gewisse Chance, die Zürich an alle die Menschen, die da kommen zu wohnen, gibt. Zürich gibt jeder eine Chance, die eigenen Qualitäten zu zeigen. Das Mikrofon sozusagen eine Stunde zu fragen, was hast du zu sagen, und wenn die Qualitäten da sein werden, werden sie wahrgenommen, werden sie unterstützt,
und werden sie geholfen. Das ist nicht nur eine intelligente Einstellung von den Institutionen und von den Menschen, es ist auch sehr gesund und gerecht und das mag ich sehr. In Zürich findet Paulina seine Lebensgefährtin. Mit der Kommunikationswissenschaftsstudentin Christina Roos gründet er eine Familie. Ich habe ihn ja kennengelernt, da war ich noch Studentin. Da hat das für meinen Alltag geheißen, dass ich mich an ihm anpassen konnte und bin mit. Und ich bin einfach ein bisschen später an der Uni. Das war sehr lustig. Dann heisst es, in der zweiten Phase für den Alltag mit kleinen Kind heisst es, wenn ein Kind krank ist, wenn ein Kind den Arm gebrochen hat, allein ins Spital gehen, immer beide mitnehmen. An jedem Fest oder oft allein auftauchen. So, und jetzt ist nochmal eine neue Phase, jetzt sind die Kinder gross. Und dann heisst es für den Alltag viel Freiheit, viel Raum. Auch ein bisschen Bewusstsein suchen, um sich wieder suchen zwischen ihnen. Madeleine und Julian haben sich früh daran gewöhnt, dass ihr Vater oft weg auf Tour ist. Wichtigste Bezugsperson in ihrer Kindheit ist die Mutter. Ich glaube vor allem, dass sie ihn sehr gestützt hat und aufgezogen und runtergezogen, je nachdem, was sie gerade gebraucht hat. Ja, und dass sie ihn machen lassen hat, auch wenn es nicht gelaufen ist. Und immerhin haben sie ja zwei Kinder zusammen und sie hat ihn trotzdem machen lassen. Das ist also schon noch grosszügig. Nicht so selbstverständlich. Jetzt läuft es halt, ja, aber vorher war es ja nicht immer so gewesen. Mi hanno detto che il tuo vestito è l'ombra di mille sospetti. Mi hanno detto che non hai marito, che preferisci altri progetti. Mi hanno detto senza sapere che cosa pensi veramente. I dubbi che accendono le tue sere, cosa ti passa per la mente. C'è chi sorride della tua storia, le tue stranezze, i tuoi cliché. Chi ti invidia per vanagloria, non ti sopporta chissà perché. Tu mi hai guardato e mi hai capito, senza parola proferire. E mi hai abbracciato con un dito, e mi hai baciato l'imbrunire. E mi hai sfiorato con un candito, mi hai regalato 10 lire. E allora grazie, perché ci sei, senza clamori, senza cuori. Ja, ich glaube, wir sind schon streng miteinander. Ja. Meistens ist es bei ihm einfach schwierig, weil es meistens wirklich einfach gut ist. Aber es hat schon ein paar auf dem neuen Album. Ich finde es meistens wirklich sehr, sehr gut. Aber ich kann schon auch sagen, gewisse Lieder, nein. Zum Beispiel Helvetia, das ist auf dem neuen Album. Gefällt mir gar nicht. Es ist einfach so, es hat viel zu viele Texte. Er bringt so viele Wörter rein und verhaspelt sich irgendwie halb und vergisst noch die Hälfte. Das passt einfach nicht zu ihm, er kann das nicht so gut. Und es klingt einfach nur halb so gut, wie wenn er es etwas kürzt hat, etwas langsamer gebracht hat. Da so reingedruckt. Ich verstanden. Gell? Zeig, wie viel Text steht. Es gibt keine perfekten Lieder. Perfekt ist eine Erfindung der Mensch, die Perfektion.
existiert nicht, so wie das Paradies existiert nicht. Es gibt ein Modell der Schönheit und für mich persönlich, schöne Lieder sind die Lieder, die schaffen, dein Herz bewegen zu lassen, schlagen zu lassen, viel mehr als als dem Fuß. Und also, wenn ein Lied lässt mich mein Herz schlagen und meine Gedanken bewegen, ist schon ein sehr schönes Lied, ja. Bleib dir nicht treu, sei liebest du selbst. Bleib dir nicht treu, halt dich an keiner Regel fest. Ja, nee, du selbst, sag, du hättest nichts gesehen. Sag, du hättest nichts gehört. Sag dem Polizisten, du seist bloß zu uns, weiß von mir. Sei niemals du selbst. Bleib dir nicht treu, halt dich an keiner Regel fest. Ja, nie du selbst und bleib dir nicht treu. Frühling 2015. Im Volkshaus Zürich tritt Konstantin Wecker auf. Ein Weggefährte von Pollinger. 1993 nahm ihn Wecker mit auf seine Uferlos-Tournee. Lasst uns miteinander reden und umarmen, die jetzt gehen. Bei uns braucht die Quest an Ohren. Dass da ein junger, völlig unbekannter Künstler mit einer Begeisterung aufgenommen wurde von einem großen Publikum. Das war eine Riesentournee in großen Hallen, jetzt nicht unbedingt, aber in großen Räumen zwischen 1.000 und 3.000 Leuten. Und dass dieses Publikum diesen unbekannten Künstler so gefeiert hat, das war aufregend und schön. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Questo mondo gira in fretta e tutta una follia, il fascismo che ritorna da Berlino fino a Roma. Einfach ein überragender Künstler. Der Pippo ist jemand, der hat
so viel Talent und so eine Fähigkeit, seine Emotionen in musikalische Gefühle, in Musik umzusetzen. Und natürlich, was uns schon verbindet, auch ist unser politisches Engagement. Er ist einer, der aufrecht geblieben ist, immer mit seinem politischen Engagement, der keinen neoliberalen Rückzieher gemacht hat. Und das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beide so eigentlich bis heute nicht nur Kontakt haben, sondern ziemlich seelenverwandt sind. Das ist das eine ganz besondere Sache. Es ist eine Schachtel vom Café Kaflisch, 1912, 1913, also über 100 Jahre alt. Und diese Schachtel, original, aus Jugendstil, wurden geschickt. Die Flüssigkeiten wurden hier drinnen deponiert und es ist aus Holz. Und dann wurden die Flüssigkeiten geschickt. Kaflisch ist das berühmte Café in Palermo gewesen, die jeder Palermitaner gekannt hat, beste und bekannteste Café in ganzen Sizilien. Palermo. Hier ist Pippo Pollina geboren und aufgewachsen. Im 19. Jahrhundert emigrierte der Bündner Bauernbub Christian Kaflisch nach Palermo. Der Zuckerbäcker aus Trien eröffnete 1898 ein Café. Linard Bardel und Pippo haben dem Bündner Auswanderer ein Album gewidmet. Wir haben dieses Thema genommen von der Migration und diese Beispiel, die hat mit den Graubünden und mit Sizilien zu tun, mit Palermo und Graubünden zu tun. Ich aus Palermo, Linard aus Graubünden. Also ich bin migriert in die Schweiz und die Kaflisch migrierten damals nach Palermo. Dieser Austausch, diese gegenseitige Situation hat uns sehr inspiriert, die Lieder von unserer CD zu schreiben. Der Pippo ist ein lebendiges Beispiel, was die Migration mit sich bringt, nämlich eine Begegnung von Kultur. Und in der Schweiz, wenn wir die Ausländer nicht hätten, der Blocher ist ja auch in zweiter Generation ein Ausländer, wenn wir die Ausländer nicht hätten, dann hätten wir viel zu wenig Impuls und viel zu wenig Kraft und Kräfte, die uns von der Welt erzählen. Die Schweizer gehen ein bisschen in Ferien, dann sind sie aber wieder sehr abgeschlossen. Es wäre alles verknorzt und vertickt und eingetickt und versteinert, wenn wir nicht die Welt hätten, die vorbeikommt. Sogniamo del sud del sole, contammo l'energia e risparmi, possa quel treno scivolare fino che il mare non lo fermi, sognando di una dolce vita, notti di stelle, belle époque, lo sai che spasse una salita, indossando i trampoli in un frac, che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in alture, piove poco e sono a sprazzi. Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio di questa casa di cemento che non conosce il sonno e l'ozio. A mezzogiorno esatto, puntuale, mi capisci? Un espresso ed un chinotto, laggiù al caffè Kaflisch. E poi per chi non prende il vino e il whisky, mi capisci? Per loro pure un cappuccino va bene, se capisci. Pippo ist fast pausenlos unterwegs. Bis zu 150 Konzerte gibt er pro Jahr. Beim Besuch in Palermo reicht die Zeit knapp, um mit Familie und Freunden seinen 52. Geburtstag zu feiern.
Bippo wächst in einer gutbürgerlichen Familie auf, zusammen mit seiner älteren Schwester Paula und seinem jüngeren Bruder Massimiliano. Der Vater ist Anwalt, die Mutter Hausfrau. In Bippos Kindheit erschüttert ein schlimmes Ereignis die Familie. Ich war mit meiner Mutter zu Hause. Mein Vater war bei der Arbeit. Plötzlich hörten wir einen Knall und gleich darauf Schreie. Unser Hausmeister meldete sich kurz darauf über die Haussprechanlage. Er sagte uns, Pippo sei unter ein Auto gekommen. Dann brachte man ihn ins Krankenhaus. Ich bin eine Woche bewusstlos gewesen nach dem Unfall. Ich habe diese ganze Seite des Körpers kaputt gehabt. Sehr viele Knochen waren kaputt. Ich sah nicht mehr gut. Ich habe mich zurückgezogen in den Lektüren, in der Musizieren und wahrscheinlich meine inneren Welt wurde sehr, sehr viel beeinflusst von diesem Unfall. Ja. Mit 15 oder 16 begann er auf der Gitarre, die man ihm geschenkt hatte, seine ersten Lieder zu komponieren. Ich erinnere mich gut an sein allererstes Lied. Er spielte es mir in unserem Wochenendhaus vor. Das Lied hieß Herr Direktor. Es war ein sehr trauriges Lied. Ziemlich speziell für einen 15, 16 Jahre alten Jungen. Während der paar Tage in Sizilien organisiert der Cantautore Details für den Auftritt im Hallenstadion. Und er ist Gast bei Fernsehen und Radio. Rai, sede regionale per la Sicilia. Va ora in onda Musica Med. Noi cogliamo l'occasione della presenza di Pippo Polina qui in Sicilia per chiedergli adesso come in realtà come si vive in Svizzera sia come cittadino, no? Che come musicista, come si vive proprio adesso, in questi anni. Ma in Svizzera si vive molto bene, è un paese in cui la classe politica, la classe dirigente ha lavorato in modo che comunque la ricchezza venisse distribuita in maniera sufficientemente equa perché comunque ciascuno si senta protagonista di quel paese e senta anche il dovere di rispettare quel paese che gli dà determinate sicurezze. E questo credo che per una persona è importante, avere la forte percezione che le istituzioni stanno al tuo fianco nel momento in cui tu ne hai bisogno. Questo purtroppo è una grande differenza rispetto al nostro paese. Pippo Polina sta parlando della Svizzera, non di Marte. Es ist das alte Lied vom Propheten im eigenen Land. Polina singt zwar fast ausschließlich Italienisch, dennoch bleibt er in seiner alten Heimat ein Geheimtipp. Pippo Polina. Pippo Polina. Pippo Polina. Pippo Polina. Pippo Conte. Polina. No, Pippo Polina. Non c'è. Kränkt es Pippo, dass ihn sein Heimatland kaum zur Kenntnis nimmt? Ja. Meiner Meinung nach schmerzt es ihn. Hin und wieder sagt er zwar, es sei ihm egal, er sei im Ausland bekannt. Aber ich spüre, dass es ihm wehtut. Der Druck, glaube ich auch, das ist so ein bisschen das Auswanderer-Ding. Der Druck, wenn du weggehst, musst du auch zeigen, dass du etwas erreicht hast, wenn du zurückkommst. Und das kannst du am besten zeigen, wenn es vor Ort dich auch respektiert und kennt. Würdest du in Sanremo singen? Natürlich. Ich würde das tun, obwohl mir diese Festival überhaupt nicht gefällt. Aber ich würde das tun, weil diese Schaufenster wäre die Chance für meine Musik bekannter zu werden. Aber ich würde keine Strophe, kein Wort, keine Note ändern im Namen von einer Sanremo einfach mitmachen. Das wäre für mich überhaupt keine Diskussion.
voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakà. Franco Battiato gehört seit den 70er Jahren zu den innovativsten und erfolgreichsten Sängern Italiens. Wie Pollina ist er Sizilianer und wie er hat er Sizilien in jungen Jahren verlassen. Inzwischen ist er aber zurückgekehrt. Ich war 19. Mit dem Zug fuhr ich nach Mailand. Es war dichter Nebel, als ich am Bahnhof ausstieg. Ich stellte meinen Koffer hin und sagte mir, das ist jetzt dein Zuhause. Und so war es für 26 oder 27 Jahre. Zu Hause bei Franco Battiato besprechen sie ihren gemeinsamen Auftritt für Zürich. Bereits 1999 haben die beiden zusammengearbeitet. 1, 2, 3, 4. La scriverò il mio nome nell'albo d'oro dei pazzi sul palcoscenico dell'errore. Perché tutto si dice e perché tutto si fa senza sapere il perché, senza sapere come. Perché a tutto si crede e perché a nulla si crede mai. Barcogliamo tra falsi miti e uomini in malafede. James, tell me what you want to say with your book. In einem Vorwort zu einem Buch über Pippo Pollina beschreiben sie ihn als einen Künstler, dem die Götter gutgesinnt sind. Können Sie mir Ihre Aussage noch etwas besser erklären? Nun nennen wir sie Götter, weil Schutzengel in diesem Fall nicht zutreffend wäre. Also es gibt auch bei uns Künstlern Menschen, denen die Götter gutgesinnt sind und anderen eben nicht. Kennen Sie einen Sänger namens Gianni Morandi? Ja. Dann kennen Sie vielleicht auch Morandis Lied »Einer unter tausend schafft es«. Etliche italienische Sänger haben in den 80er Jahren ihr Glück außerhalb Italiens, in Deutschland und anderswo versucht. Pippo hat es geschafft. Purtroppo, noi sappiamo che Franco in questo momento non sta benissimo. Lui, Franco Battiato, hat uns geschickt einen kleinen Video, einen kleinen, er wollte einen kleinen Gruß uns allen geben heute Abend. Jetzt vielleicht werden wir auf der Leinwand sehen seinen Gruß. Lieber Pippo, es tut mir leid, dass ich heute nicht wie versprochen bei dir in Zürich sein kann. Ein wichtiger Termin hält mich hier in Italien. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mario Crispi ist ein Jugendfreund. Mit anderen politisch engagierten Palermitanern gründen sie 1979 die Musikgruppe Agricantus. Die Liebe zur Musik fremder Völker hat uns zusammengebracht. Besonders angetan hat es uns die Musik aus den Anden. Unser Vorbild war die Gruppe Inti Illimani. Am Anfang hat uns der Rektor unserer Mittelschule geholfen.
Wir haben gearbeitet ohne Ende. Ich habe keine Zeit gehabt für nichts anderes, als mit meiner Band unterwegs zu sein. Nicht auf Tour, sondern Proben, Gitarre, klassische Gitarre lernen, politische Entwicklungs-, politische Erziehung zu haben. Weil unsere Gruppe war eine ganz klare politische Gruppe, nicht nur eine musikalische Band. Es war die Zeit der Festa dell'Unità, die von der Kommunistischen Partei organisiert wurden. Ideale Auftrittsorte. Wir besangen Themen, die für die sozialistische Arbeiterbewegung zentral waren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Chöre aus Bulgarien, der CSSR, Kuba und aus der UdSSR sind zum zweiten internationalen Chorfestival des revolutionären Arbeiterliedes Hans Eisler in der Gastgeberstadt Leipzig eingetroffen. Bei der Probe am Nachmittag sprachen wir mit der Gruppe Agricantus aus Italiens Süden, Sizilien. Natürlich ist uns nicht gleichgültig, was auf unserer Insel in Comiso vor sich geht, sagt Giuseppe Polina. Wir haben mit unseren Liedern an den Demonstrationen gegen die Stationierung neuer Atomraketen auf dieser NATO-Basis teilgenommen. Zu Hause in Palermo ist es sehr schwer für uns, etwas darüber zu erfahren, wie man in einem sozialistischen Land wie der DDR lebt, welche kulturellen Möglichkeiten es hier gibt, ergänzt Mario Crispis. Mit Agricantus gaben wir Konzerte in die Schulen. Und diese Konzerte waren nicht nur ein Volksmusikkonzert, sondern es war ein Paket, ein Konzert und die Geschichte von Sizilien in die letzten 150 Jahre. Und natürlich die Geschichte von Sizilien in die ersten 150 Jahre bedeutete automatisch, über Cosa Nostra zu sprechen. Und diese Konferenz passierte, dass es in gewisse Schulen, die in gewisse sensible Quartieren der Stadt waren, sind nach diese Konferenzen die ältere Brüder gekommen von die Schule. Die haben von den Schulen erfahren, dass ich über solche Themen gesprochen habe. Die haben mir einfach gedroht, weiter diese Konferenzen zu geben. Und wenn ich in mein Auto ging, da waren die Pneu von meinem Auto alle kaputt. Buonasera, lo avete sentito dai titoli. Giovanni Falcone, il giudice nemico della mafia, è stato ucciso in un attentato. Sono morti almeno tre agenti della scorta. In den 1980er und 90er Jahren hat die Mafia Sizilien im Würgegriff. Die Cosa Nostra lässt weit über 100 Gegner ermorden. Staatsanwälte, Richter, Politiker und Journalisten. Als ich Jurastudent war, wollte ich als Journalist tätig werden und über diese politischen Themen schreiben. Und da war diese Antimafia-Zeitung in Sizilien, die war eine super Zeitung, ein Sonderfall in der ganzen Zeitungsszene in Italien. Und mein Traum war, dort zu arbeiten. Mit den drei anderen Freunden habe ich den Direktor Giuseppe Fava kontaktiert und gebeten um einen Treffpunkt. Fava war ein sehr enthusiastischer, romantischer Mensch, der war sehr berührt von dem Interesse von den Jungen. Darum hat uns zugesagt, hat er gesagt, gerne. Man so, macht eine Art Lehre, Apprentissage bei uns und ihr darf, sagen wir so, eine kleine Beilage selber produzieren. Der 5. Januar 1984 wird zu Giuseppe Favas Schicksalstag. Mehrere Schüsse werden auf ihn abgefeuert. Giuseppe Fava, 58 anni, giornalista e scrittore, intellettuale di punta in Sicilia nella lotta alla mafia, è stato trovato morente sulla sua auto poco dopo le 20:20 di ieri sera. Due killer gli hanno teso l'agguato ad una cinquantina di metri dal teatro stabile che poche settimane fa aveva inaugurato la stagione proprio con un lavoro di Fava, l'ultima violenza. Ich hätte nie gedacht, dass Cosa Nostra, obwohl mir war bewusst, dass Giuseppe Fava gewisse Thematiken, nämlich Politik und Cosa Nostra zusammen betrachtet hat in seinem Zeitungsartikel, aber dass es sie angekommen wäre, sogar Giuseppe Fava zu ermorden, das hätte ich nicht gedacht. Das hat uns schon ziemlich schockiert damals. Ich war 21. Passerà e si porterà con sé le tue paure, sì. Passerà e travolgerà questa vita in fondo a un fiume e passerà così.
prima mai scritta, è la canzone derelitta che passerà come questo tempo passerà. A chi scriverà dei versi migliori, per chi ha rischiato in prima persona, per chi ha cercato una soluzione e c'era la vita che lo aspettava a braccio aperto. Dietro l'angolo lo aspettava, passerà e si porterà con sé tue paure, passerà e travolgerà questa vita in fondo a un fiume, no, passerà. Auch Palermos Bürgermeister Leo Luca Orlando ist ein entschlossener Mafia-Gegner. Anfang der 80er Jahre, als Pollina Jura studierte, war Orlando sein Professor. Hier begegnen sie sich am Neujahrsfest der bengalischen Gemeinschaft Palermos. Als Pippo 1985 seine Heimatstadt verließ, wurde Leo Luca Orlando gerade zum Bürgermeister gewählt. Mit ihm begann auch der kulturelle Wiederaufstieg der Stadt. Sagen Sie uns ganz ehrlich, weil jetzt 30 Jahre später kann man das sagen, wäre er ein guter Jurist geworden? Wäre er ein guter Jurist geworden, aber ich denke, das ist eine gute Künstler geworden. Vielleicht ist es besser. Wir haben noch vielleicht zu viele Juristen in Italien. zu viele. Pippo, warum bist du eigentlich weggegangen damals, 85? War die Mafia auch ein Grund? Natürlich war es ein Grund. Aber Palermo war eine schwierige Stadt, war gerade für Studenten, gerade für Menschen, die hatten Lust, sozusagen die Welt zu verändern, war es unmöglich, hier zu leben. Es war eine Stadt, die tot war. Nach 8 Uhr war niemand mehr auf die Straße zu sehen, war kein Ort, wo die Jungen hätten sich treffen können, Kultur machen, Konzerte geben. Und das historische Zentrum war eine Ruine. Es war total tot. Voll im Dunkeln und geschlossen. Genau, so war das. Als ich bin Oberbürgermeister von Palermo geworden, die Oberbürgermeisterin waren normalerweise Freunde von Mafia-Boss. Ich müsse bereit sein. Da war einer, der war nicht Freunde von Mafia-Boss. Er war der Mafia-Boss. Ach so. Er war gleichzeitig. Er war Obermeister von Palermo, Vito Ciancimino und Mafia-Boss. Heute, ich kann sagen klar, dass Mafia regierte nicht Palermo. Mafia ist noch in Palermo natürlich. Ist eine Stück Steinstück von dieser Mosaik, aber ist nicht in der Regierung, ist nicht im Rahmen der Stadt. Und wie schützen Sie sich vor der Mafia? Ich meine, Sie müssen ja jeden Tag irgendwie auch spüren. Seit 1985, ich weiß nicht, was bedeutet, allein spazieren gehen auf der Straße. Ich weiß nicht, was bedeutet, ein Auto fahren. Ich weiß nicht, was bedeutet, in China oder im Theater mit meiner Frau ohne Bodyguard zu gehen. Aber ich muss sagen, dass mein Sicherheitssystem ist die Liebe von Palermitana. Pippo, es ist also alles viel besser in Palermo. Du könntest zurückkommen. Ist das eine Option? Ich bin anders geworden. Nach 30 Jahren unterwegs in die Welt, ich bleibe Palermitaner, aber ich bin genauso wie die Menschen hier aus Bengala, sind sie Palermitaner geworden. Ich bin auch anders geworden. Ich bin ein Bürger dieser Welt geworden. Und in diesem Sinne, ich komme immer wieder sehr, sehr gerne in Palermo. Es ist, meine Wurzeln sind hier, deutlich, aber es ist die Welt auch ein Teil meiner Heimat geworden. Andiamo, arrivederci. Sì, arrivederci, vabbè, ciao. Amanita di blu vento, se credi cadi scomminare i capelli, un vento che già si
sali casi, di contare in un mondo tu vento cacciasi in sali casi. Luzern hat eine wichtige Bedeutung gehabt für mich in der Zeit. Es war neblig, als ich ankam, in einem Abend in Herbst 1985. Und da war der erste Begegnung mit dieser Stadt. Die hat mir sofort seinen Teil gezeigt mit dem Nebel, die charakterisiert auch diese Stadt für eine lange Zeit, ein Jahr. Und dann hier bleiben bedeutete für mich, in einem zentralen Ort zu sein, wo ich dürfte mich bewegen zwischen Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich mit großer Einfachheit. Und Luzern war ein richtiges Nest. Er hat Strassenmusik gemacht, es war kalt, er hatte sättige Schuhe an und war so im ganzen dünnen. Und ich stand dann an der Mauer gehockt und hat ein Lied gespielt, das mir wahnsinnig gut gefallen hat, Rimmel. Und ich dachte, wer ist das, der das Lied spielt, und bin stehen geblieben. Wir hatten schon ein bisschen Blickkontakt. Also es war ganz klar, dass ich den wollte ich kennenlernen. Wir waren 4 Jahre zusammen gewesen, dann auch. Ritornerò sui miei passi di ieri, a cavallo della luna mai, ombre furtive, case sconosciute, storie senza fortuna. Dove sei stato tutto questo tempo? Che cosa hai fatto mai? Dimmi che il mondo è così diverso e dimmi come stai. Ma questa sera prigioniera volare, ecco cosa farò. Ma questa sera noi. Es hat schon eine Übergangszeit gegeben. Da hat er noch Strassenmusik gemacht. Da sind wir meistens in Zürich, weil es dort einfach mehr Geld gegeben hat. Und meistens am Anfang von der Bahnhofstrasse. Und dann bin ich aber am nächsten Ecke gestanden und habe Schmier gestanden. Weil der Bus war nämlich horrend teuer, wenn sie die verwünscht haben. Und das war dann schon ab und zu mit Gitarren einpacken und wegsäckeln. Und da sind wir dann am Abend. Ich habe ja dort studiert dann auch, und ich sind dann am Abend mit dem Zug heimgefahren und haben das Piccioli zählt, das Kleingeld. Man lernt, das Gegenwart zu erleben. Du musst in der Lage sein, genau in den Sekunden die Menschen, die ganz zufällig laufen vor deiner Nase, zu unterhalten. Nicht 5 Sekunden später, nicht 5 Sekunden davor, sondern in dem Moment. Da verstehst du, das Gegenwart, il momento, ist ganz, ganz wichtig. Weil alles geschieht in dem Moment. Und aus diesem Moment kann sehr viel passieren. Ich habe einige der wichtigsten Menschen, die ich kenne, für mein Leben genau als Straßenmusikant kennengelernt. Ich bin einkaufen an der Straße, Musiker gesehen, die ganz kleine, feine am Singen war und habe zugelassen und habe ein Lied erkannt von Francesco Guccini. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, es gefällt mir, ich will zu einem Kaffee kommen. Und ich hatte dort schon das Gefühl,
irgendwann kommt der Gross raus und den sehe ich mal im Hallenstadion. Und das ist nicht einfach nur eine Legende, das habe ich wirklich das Gefühl gehabt. Du bist quasi die Entdecker. Ich habe jemanden gebraucht, der mit mir auf die Tournee gekommen ist und Rätoromanisch gelernt hat. Und das hat er innerhalb von kürzester Zeit. Er hat gesagt, kommst du mit mir mit, ich mache einen Inu Passaran. Sie werden nicht durchkommen, das war noch richtig knallhart gewesen. Und dann hat er gesagt, mal, das würde er machen. Und dann ist er mitgekommen und dann entdeckt. Das Publikum hat dann entdeckt, wo dann an meinem Konzert, wo er zwei, drei Sachen selber gemacht hat, begeistert waren von seinen Liedern, von seiner Art, seiner feinen und doch so kräftigen Art. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Linard Bardil und dem Pippo Pollina. Schönen Abend und auf Wiedersehen. Del gordo sbainamo, quel di da Pasquale, il ciomper da torcia, so pazza si stetta, il gordo sbainamo, la terra sfraideva, e che sulla spia sta, l'urdaia o il cucchiaiva. Ma in ogni rapi, l'ex passato la raccolta dal sulai, e lo scintilla fa la sloppa, raccolta di un palazzo, e lo scintilla della soppa, perfino il marinchin, perfino il marinchin trapassa. Linard Bardil ist nicht nur eine meiner besten Freunde geworden, sondern er hat mir gezeigt eine Arbeitsmethode. Er hat mir gezeigt, wie ich überhaupt in dieses Land meine Musik als kulturelles Element eines Landes vorzutragen hätten können. Und das war natürlich total wichtig. Ohne diesen Mechanismus zu verstehen, hätte ich nie, wahrscheinlich nie, zuerst in der Kleinkunstszene mich einen Namen machen können und überhaupt meine Musik spielen können in der Art und Weise, wie ich sie gemacht habe. Dorma be dorma amour, amour mi amour, la notte del mar senza confin, con mille stelle e dina savu. Ci crea il gordanza per disastirde. Lasciaci alla giunta bella, lasciaci alla giunta bella, sulla parai la foglia sdraia, sulla parai la foglia sdraia, il tempo è snaturalla e il nostro cuore sia flu. Dorma, be dorma, mi amor. Dorma, be dorma, mi amor. Lascia già la giunta bella, lascia già la giunta bella. Sulla parai la foglia sdraia, sulla parai la foglia sdraia. Il tempo è snaturalla e non scorre sia flu. Dorma, be dorma, mi amor. Dorma, be dorma, mi amor. Linard Bardil, Pippo, Hallenstadio. Nach 29 Jahren! Seine Wurzeln sind so stark. Ich glaube, es ist schon immer noch das, was vor allem ihn umtreibt. Das ist die italienische die Situation in Sizilien, die Situation in Italien. Nicht so sehr jetzt auch die politische Situation in der Schweiz oder so. Das, am Rand.
Schon, aber das zeigt mir auch ein bisschen, ob er angekommen ist oder nicht. Es gab eine Zeit, wo mein Antrieb war, so viele Leute zu sammeln, die die gleichen Werte gehabt haben wie ich, um versuchen, vielleicht eine Bewegung zu gründen, die diese Idealen hätte folgen können und hätte aufbauen können, um eine vielleicht sozial- und politische Wirkung zu haben. Das war lange Zeit ein bisschen mein Traum sozusagen. Aber heute ist ja nicht mehr. Heute ist eine ganz andere Sache. Und um ehrlich zu sein, ich muss noch es genau verstehen, was es ist. Perché la vita è bella, così com'è, e non mi chiedere dov'è la casa che abito da sola questa notte. Perché la vita è bella così com'è, e amore per tutti ce n'è, anche per quelli che mai l'hanno cercato, che non c'è sera, non c'è mattino, né spazio né tempo né un futuro, ma io vi guardo con questo viso. Thank you.